Hallo liebe Dudes und Dudelinas! Dieses Video wird ein Information Overload. Ich habe ganz viel Infos für euch zu semipermanenten Haarfarben gesammelt, die ich mit euch teilen möchte, weil ich sehr oft danach gefragt werde. Was ist die beste Ausgangssituation, um meine Haare in einen knalligen Ton zu färben? Die besten Ergebnisse erhaltet ihr auf blondiertem Haar. Bestenfalls weißblond bis Platin. Je heller und weißer das Haar ist, desto knalliger und klarer wird das Ergebnis sein. Wenn ihr zum Beispiel noch einen Gelbstich im Haar habt und einen Blauton drüber tönt, kann es sein, dass es grünlich wird. Bei Blondierung mixe ich selber noch rum, benutze aber meistens die Hausmarke vom Friseurbedarf. Alternativ kann ich auch von Directions die White Fire Blondierung empfehlen oder Blond Me von Schwarzkopf. Da es nur um semi-permanente Haartönung geht, kann ich empfehlen Directions, Manic Panic, Headshot etc. Das sind alles Haarfarben, die dem Haar nichts tun. Es wird nicht geschädigt, es ist quasi wie eine pigmentierte Kuh, die... Es ist wie eine pigmentierte Kur, die sich um das Haar legt und deshalb auch relativ schnell wieder ausfadet. Diese Haartönung bekommt ihr in diversen Alternativshops in der Stadt, im Friseurbedarf, aber noch günstiger bei eBay und Manic Panic zum Beispiel über Old Nick. Das packe ich euch alles noch in die Infobox, damit ihr das auch schnell findet. Kann man diese Farben auch mischen? Kein Problem! Ob ihr jetzt selber einen eigenen Ton mischen möchtet, zum Beispiel einen bestimmten Türkiston mit Blau- und Grüntönen, oder ob ihr euch selber eine Pastellfarbe mischen wollt, alles kein Problem. Falls ihr Pastelltöne in den Haaren haben wollt, empfehle ich euch, die selber zu mischen, da es im Endeffekt viel günstiger ist und ihr mehr davon parat habt. Dazu kauft man am besten den dunkelsten Farbton der Farbe, die man haben möchte, und mischt sie mit ganz viel weißer Spülung. Wenn ich Spülung für meine Mischungen kaufe, kaufe ich mir immer die von Balea, die ist auch silikonfrei. Wenn ihr zum Beispiel ein ganz helles Rosa haben möchtet, kauft ihr euch zum Beispiel Dark Tulip, das ist die Farbe, die ich hier habe, oder Rose Red von Directions. Macht euch so einen Pot mit weißer Spülung und macht nur einen ganz kleinen Müh von dieser Tönung rein. Vermischt das alles schön und tragt es ordentlich auf die Haare auf. Wie töne ich am besten? Wie gesagt, die Haare sollten blondiert sein, das am besten gleichmäßig und so hell wie es geht. Die Farbe trägt man am besten aufs trockene, ungewaschene Haar auf oder man benutzt zuvor ein Cleansing-Shampoo oder ein Anti-Schuppen-Shampoo, föhnt sie trocken und bürstet sie ordentlich durch. That's what she said. Man kann die Farbe einfach so mit den Händen auftragen. Ich persönlich mache es lieber mit dem Pinsel, da das Ergebnis tausendmal gleichmäßiger wird. Diese Pinsel bekommt ihr im Friseurbedarf. Zusätzlich braucht ihr noch ein paar Plastikschälchen und Latexhandschuhe. Die bekommt ihr entweder in der Apotheke oder im Supermarkt oder online. Was ich also mache, wenn ich mir meine Haare töne, ich mische mir meine Farbe zurecht, ziehe mir meine Latexhandschuhe an, kämme meine Haare ordentlich durch und teile mir den ersten Scheitel ab. Dann nehme ich meinen Pinsel, dippe ihn in die Farbe und trage die Farbe erst am Ansatz auf und dann langsam den Rest, teile mir den nächsten Scheitel ab, circa 1 cm, nicht mehr. Nimm es hoch, mach es von der anderen Seite auch noch drauf, misch das dann ordentlich zusammen, mach es rüber und das dann mit dem nächsten Scheitel und dem nächsten Scheitel und dem nächsten Scheitel. Wenn ich vorne durch bin, schnappe ich mir einen Spiegel und schaue, dass ich es überspiegel, von hinten dann auch wieder Scheitel für Scheitel hoch abteile. Am besten macht ihr das mit einem Klemmerchen oben dann noch fest. Dadurch, dass ihr das mit dem Pinsel auftragt und von beiden Seiten und ganz ordentlich und nicht einfach nur alles in die Haare matscht, kriegt ihr ein super cleanes, geiles Ergebnis, versprochen. Dunkle Farbtöne würde ich mindestens 15 Minuten und helle Farbtöne mindestens 30 Minuten einwirken lassen. Wie schon erwähnt, sind es Conditioning Colors, also wie eine pigmentierte Kur. Heißt, die Farben sind nicht schädlich und ihr könnt sie sogar über Nacht einwirken lassen, wenn ihr ein super intensives, langanhaltendes Ergebnis haben möchtet. Dazu macht ihr am besten einfach ein bisschen Frischhaltefolie um den Kopf, wenn ihr wollt, noch eine Mütze oder so. Das habe ich auch immer ganz gerne im Winter gemacht. Lasst es einwirken und spült es morgens aus. Wo wir auch schon beim nächsten Thema wären, beim Waschen. Ja, man kann sehr vieles falsch machen. Wie schon in meinem alten Video erwähnt, das sollte man seine Haare so selten wie möglich waschen. Klingt komisch, ist aber so. Wie gesagt, erkläre ich da schon, schaut es euch an. Je öfter ihr die Haare wäscht, desto fettiger werden sie und desto mehr Farbverlust habt ihr selbstverständlich auch. Direkt nach dem Tönen und auch ein paar Wäschen danach solltet ihr alte Handtücher verwenden oder welche, die ihr einsauen könnt, weil die Haare immer noch ein bisschen ausbluten. Und nach dem ersten Tönen solltet ihr auf jeden Fall noch Handschuhe tragen, da sonst eure Nägel und Finger auch eingefärbt werden können. Ich weiß, es ist eine Qual, aber benutzt nur kaltes Wasser zum Ausspülen. Kein heißes, kein warmes Wasser. Dadurch bleiben die Pigmente im Haar sitzen und können nicht so leicht rausgespült werden. Und ihr habt super glänzendes Haar. Falls ihr eure Haare wie ich jetzt mehrfarbig tönt, ist es besonders wichtig, mit kaltem Wasser auszuwaschen, nicht mit warmem Wasser. Es matcht sonst alles zusammen. Zusätzlich nicht mehr shampoonieren, was ja auch gar nicht mehr nötig ist, denn die Haare habt ihr ja vorher entweder schon gewaschen oder aufs nicht gewaschene Haar aufgetragen. Und da ihr schon quasi eine Spülung drauf hattet, braucht ihr sie nicht nochmal extra waschen. Also
nochmal Kurzfassung, kaltes Wasser, nicht shampoonieren, direkt nach dem Tönen. Wo wir schon beim Thema Shampoo sind. Bei hellen Tönen empfehle ich ein Silbershampoo, zum Beispiel das von BC Hair Therapy, das finde ich am allergeilsten. Ich habe mir so einen riesen Bottich davon gekauft, der 15 Euro kostet. Die ganz kleine Flasche davon kostet 12 Euro. Kann man sich direkt so eine große Flasche von kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dadurch, dass ihr Silbershampoo verwendet, reduziert ihr den Gelbstich im Haar und dadurch sehen eure Farben immer knalliger und weniger matschig-dreckig aus. Also bei Blau- und Violetttönen ruhig Silbershampoo verwenden bei jeder Wäsche. Bei allen anderen Haarfarben empfehle ich ein Farbschutzshampoo. Man sollte nur am Haaransatz shampoonieren, also wirklich nur an der Kopfhaut und es dann einfach so ausspülen. Der Rest wird dann mit dem Shampoo beim Ausspülen gereinigt. Ihr solltet definitiv keine Shampoos mit Fruchtsäure verwenden, keine Anti-Schuppen-Shampoos und auch keine Cleansing-Shampoos. Die Dinger ziehen Farbe ohne Ende. Was ich ganz gerne mache, ist bei jeder zweiten Wäsche nochmal einen Toner zu benutzen. Das heißt, ihr mischt euch die Farbe, die ihr habt, mit etwas Spülung an und packt die wieder in die alte Verpackung zurück oder in so einen Pumpspender oder so, damit ihr das bei jeder zweiten Haarwäsche ins komplette Haar nochmal einpacken könnt und 5 bis 10 Minuten drauf lasst. Das frischt eure Farbe dann nochmal ein bisschen auf. Und ganz wichtig, dadurch, dass ihr jetzt natürlich super viel blondiert habt wahrscheinlich vorher, Kuren nicht vergessen. Feuchtigkeit ist alles, also auf jeden Fall gute Kuren kaufen, bestenfalls an Friseurbedarf. Ich weiß, ist ein bisschen teurer, aber es tut seine Wirkung. Und am besten tragt ihr die Kur und die Spülung nur in den Längen auf, damit die Kopfhaut und der Ansatz ein bisschen geschont bleibt und ihr noch ein bisschen Volumen bekommt. Was kann mir im Alltag mit bunten Haaren passieren? Abgesehen von den doofen Kommentaren, euer Bettzeug kann eingefärbt werden. Gerade wenn ihr schlaft, schwitzt ihr so ein bisschen. Und es kann je nach Dunkelheit der Farbe sein, dass ihr noch ein bisschen ausblutet und mit dem Schweißtröpfchen ein bisschen auf das Bettzeug alles verbuselt. Und naja, es kann passieren. Dasselbe gilt für Kleidung. Ihr solltet in der ersten Zeit vielleicht nicht unbedingt die hellsten Klamotten anziehen, weil die auch immer noch eingefärbt werden können, gerade hier oben am Nacken. Regen vermeiden. Freunde der bunten Haare, habt immer einen Regenschirm dabei, wenn es danach aussieht. Was ich die letzte Zeit besonders extrem gemerkt habe, ist, dass Haarspray und Hitze der größte Farbverlustfaktor ever sind. Da ich zum Beispiel meinen Pony fast immer mit Haarspray behandle und ihn anschließend föhne, damit er so bleibt, wie er sein soll, geht da ein bisschen schneller die Farbe flöten, also passt da ein bisschen auf. Dasselbe kann euch mit Sonneneinstrahlung passieren. Als ich neulich die Haare so hellblau hatte, war ich einen Tag in der Sonne und die Farbe war komplett raus. Falls ihr vom Tönen noch Farbflecke auf der Keramik im Badezimmer haben solltet, ich habe einen Weg gefunden. Der Weg ist Alkohol. Ja, ich weiß, ich schwöre dem Alkohol ab, aber in diesem Fall ist er hilfreich. Kauft euch Isopropylalkohol in der Apotheke, schnappt euch ein Wattepad und schrubbt es ganz gemächlich ab. Es ist so einfach. Ich habe mich doof geschrubbt, aber damit geht es echt easy. Du möchtest eine andere Haarfarbe haben. Was tust du jetzt? Dunkel über hell funktioniert immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte über die Farbe jetzt ein Grün haben oder ein Blau oder ein Rot oder irgendwas, kein Ding. Andersrum schwierig. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel über diese Haarfarbe einen Violettton färben würde, würde es wahrscheinlich einfach nur ein bisschen violett schimmern. Wenn man allerdings im selben Farbschema bleibt, sagen wir mal, ich habe ein helles Grün in den Haaren und töne ein Türkis drüber, wird es auch nicht auffallen. Das reicht euch nicht? Nee, okay, dann müsste man die Farbe entfernen. Das geht am besten wie folgt. Ihr schnappt euch ein Anti-Schuppen-Shampoo, Haare nass machen, einschamponieren und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Das zieht schon mal ordentlich Farbe. Das reicht noch nicht? Okay, kauft euch Vitamin C Pulver, mischt das mit dem Anti-Schuppen-Shampoo, tragt das ebenso aufs nasse Haar auf und lasst es eine Stunde einwirken. Auch nicht? Okay. Gut, ein bisschen härter. Spüli, Backpulver und Anti-Schuppen-Shampoo zusammenmischen, eine Stunde einwirken lassen. Zieht auch ordentlich Farbe. Wenn das alles nichts nützt, vielleicht eine Blondierwäsche. Wie das geht, habe ich euch auch unter das alte Video geschrieben. Wenn das auch alles nichts nützt, müsst ihr leider blondieren. Kauft euch eine 3%ige Blondierung, bitte nicht mehr. Dadurch, dass euer Unterton schon sehr blond ist, braucht ihr da nicht irgendwie großartig mit 6, 9 oder sogar 12% drangehen. Ihr wollt euch nicht die Haare zerschroten. Lieber eine kleine Blondierung kaufen und die ein bisschen länger einwirken lassen. Ist schonender fürs Haar. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das war informativ für euch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dürft ihr die gerne unten in den Kommentaren lassen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ciao!